Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Championship Rounds mit Sebastian Hackl, leider ohne Florian Mandawid, gleich mehr dazu, und mit dem neuen Interims-Champion im Mittelgewicht der German MMA Championship, Alexander Wesner ist hier. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, grüß dich. Alex, schön, dass du dabei bist. Bevor es hier richtig losgeht, noch ein kleiner Hinweis an die Zuschauer da draußen. Dieses Video wird euch präsentiert von Joyboy. Joyboy ist ein alkoholfreies Functional-Bier. Ich halte das hier mal in die Kamera. Da sind BCAAs drin, da ist Protein drin, da sind Vitamine drin. Holt euch auf jeden Fall mal 20% Rabatt, wenn ihr das nächste Mal bei joyboy.de bestellt, indem ihr den Promocode HACKMAN20 verwendet. Also HACKMAN20. Oder benutzt einfach den Direktlink in der Videobeschreibung, wie ihr wollt. Alex, ich weiß, dass du kein Freund von alkoholfreiem Bier bist, aber das solltest du auch mal versuchen. Ach, da habe ich gar nichts gegen. In der Vorbereitung trinke ich ja sowieso nicht. Auf jeden Fall mal Prost. Ich mache mir gleich mal so ein Ding auf und dann geht es auch schon los mit dem Champion-Interview. Bei dir alles stabil, mein Lieber? Ja, alles soweit ganz gut. Ne? Verletzungen kurieren langsam aus. Läuft alles. Okay. Neuer Interims-Champion im Mittelgewicht bei GMC. Hattest du schon Zeit, den Sieg zu feiern? Tatsächlich, ja. Wir haben am Wochenende ganz gut Gas gegeben. Dieser Kampf gegen Khalid Ott war ja letztendlich eine Materialschlacht. Wie geht's deinem Auge? Man sieht es ein bisschen. Ja, also soweit ganz gut. Also ist nicht mehr geschwollen, Gott sei Dank. Ja, der Bruch verheilt jetzt langsam. Ich habe einen Orbitalbruch. Ansonsten alles tipptopp. Also Orbitalknochen gebrochen. Genau. Das ist ja prinzipiell nicht ungefährlich. Warst du da beim Arzt? Was hat der Arzt gesagt? Wie lautet die Prognose? Wie lange kannst du nicht kämpfen? Ich war am Samstagabend schon direkt im Krankenhaus. Das einmal nähen lassen, erstmal unterm Auge das Cut. Haben die auch super gemacht in Hamburg direkt. Dann wollten die dort auch direkt ein CT machen. Hab dann aber gesagt, ich sag, ey, das wird ein bisschen zu lange dauern. Ich bin echt ein bisschen kaputt. Hab die dann gefragt, ob es ein Problem ist, wenn ich das am Montag direkt mache. Dann bin ich zu meiner Superklinik gefahren, nach Bremen, in die Paracelsus-Klinik zum Alberto Scheck. Dort haben wir dann ein CT gemacht und der hat mir dann einen Tag später dann gesagt, ist ein Orbitalbruch, ist jetzt nichts Schlimmes, muss jetzt nicht operiert werden oder so, ist jetzt auch kein großer Bruch beziehungsweise kein schwerwiegender Bruch. Dementsprechend ist das alles in Ordnung, aber ich sollte jetzt auf jeden Fall ein bisschen pausieren, darf keine Nase putzen, keinen Sport machen, damit er halt nicht allzu viel Druck drauf ist. Aber ich denke mal, dass ich langsam Richtung Mitte Oktober wieder anfange mit dem Training. Okay, du hattest allgemein ein bisschen Pech mit den Augen in letzter Zeit, ne? Also einen Eye-Poke bekommen, das ist ja leider typisch fürs MMA, so in der Vorbereitung, dann im Kampf Orbitalknochen gebrochen. Die Augen, das ist so eine kritische Stelle derzeit. Ja, meine Eltern freuen sich auch jedes Mal, mich zu sehen. Zeig nochmal her das Ding. Also, da sieht man hier vorne, ganz schön. Siehst du momentan ordentlich oder ist das verschwommen oder? Bei beiden Malen hatte ich ziemlich Glück. Also beim rechten Auge war das ja so, dass ich einen Netzhautriss hatte vom Eyepoke, habe aber trotzdem alles super gesehen. Jetzt habe ich auch gar keine Probleme, also gar keine Einschränkung, was die Sicht angeht. Sieht halt nur ein bisschen blöd aus, aber sonst alles super. Naja, solange es nur das ist, nimmt man es wahrscheinlich in Kauf, ne? Also dieser Kampf gegen Khalid Ott war wirklich bewegend. Am Ende hast du da gesessen im Oktagon, konntest kaum noch aufstehen. Also das hat mich sehr bewegt. Ich war da daneben, habe das Interview geführt, war sehr vorsichtig in meiner Formulierung. Ich wusste gar nicht, ey, wie trete ich jetzt an den Jungen ran? Aber es war so ein Kampf, der typisch ist für Alexander Wesner. Du hast ja unfassbar viele Kämpfe in den vergangenen beiden Jahren bestritten. 5 Kämpfe 2021, dieses Jahr bereits 4. Sieg in Folge. Nimmst du dir jetzt endlich mal so eine Auszeit? Also bist du derzeit überhaupt im Gym? Wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen? Momentan habe ich Urlaub. Ich habe mir jetzt 2 Wochen Urlaub genommen erstmal. War Montag zwar noch einmal da, aber auch nicht lange. Gestern war ich auch noch mal kurz da, weil die Kids gefragt haben, wir bieten ja auch Kindertraining an. Die wollten einmal den Gürtel sehen, bin ich einmal damit gekommen. Aber ansonsten habe ich mir jetzt erst noch ein bisschen Urlaub genommen. Nächste Woche bin ich wieder ganz normal dort vor Ort. Muss ja auch noch ganz normal zur Schule. Ich mache ja meine Ausbildung in meinem Gym. Und deswegen, also Auszeit nehme ich mir eigentlich nur in dem, dass ich jetzt einfach ein bisschen weniger mache. Nicht direkt wieder mit einer Vorbereitung starte wie davor, weil ich hatte ja quasi die letzten 2 Jahre eigentlich durchgehend Vorbereitung. Und ja, ich denke mal,
Dieses Jahr wird es halt nichts mehr, weil es, wie gesagt, der Bruch, der muss erstmal auskurieren. Bisschen den Körper einfach mal sacken lassen und danach Richtung Anfang nächsten Jahres wollte ich dann wieder angreifen. Stichwort Ausbildung, was machst du da? Sport- und Fitnesskaufmann. Sehr, sehr cool. Also quasi der Plan B, falls das mit dem MMA-Top-Profi auf internationalem Niveau nicht klappt. Ja, irgendwas musste ich ja machen, damit ich neben den Wettkämpfen auch noch Geld verdiene. Und ich arbeite ja bei uns im Gym, wo ich mich auch immer vorbereite, in der Armbar Academy. Und ich kenne meinen Trainer, den Lukas, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Und da habe ich mit ihm gequatscht und habe gesagt, ich sage, ey, das Gym kriegst du eh nicht alleine geschmissen, weil es einfach zu viel wird. Du schaffst einfach nicht am Tag 4, 5 Einheiten zu leiten. Da kriegst du irgendwann auch einen Burnout und da habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, ey, ich sag, pass auf, ich sag, mach doch einfach einen Ausbilderschein, ich mache bei dir eine Ausbildung und seitdem läuft das. Sehr, sehr cool. Ich durfte Lukas auch schon kennenlernen bei diversen GMC-Veranstaltungen. Ist ein feiner Kerl. Ihr trainiert seit langem zusammen in der Armbar-Akademie. Wie muss man sich das vorstellen? Was hast du für eine Beziehung zu deinem Coach Lukas? Es ist, ja, es ist, einerseits ist das ja mein Arbeitgeber. Andererseits ist es aber auch ein sehr enger Freund, für mich wie eine Familie. Also er kennt meine Eltern, ich kenne seine Eltern, wir trainieren. Wir haben ja damals, bevor es die Armbar Academy war, war es der Fighter Emsteg bei uns. Wir kommen beide aus dem selben Ort. Wir trainieren, glaube ich, mittlerweile seit, boah, ich glaube, 12, 13 Jahren zusammen. Krass. Und damals hat er mir halt, also alles, was ich vom Bodenkampf weiß, habe ich alles von ihm. Und so hat sich das dann damals ergeben. Also die Armbar Academy gibt es ja offiziell quasi erst seit Ende 2020, seit Oktober. Der Luki, der hatte damals einen Traum gehabt, der hat gesagt, bevor er 30 wird, will er sein eigenes Gym haben. Also sein komplett eigenes. Vorher war es ja immer nur irgendwo angemietet, hier mal ein Schweinestall, dann haben wir eine kleine Garage gehabt und das haben wir damals immer umgebaut und jetzt sind wir recht gut aufgestellt. Hat er auch Ambitionen, selbst zu kämpfen, oder will er sich auf die Tätigkeit als Trainer beschränken? Er hat ja selber auch viel gekämpft. Er hat ja, glaube ich, auch, ich glaube, 15 oder 16 Profikämpfe gemacht, hat die bestritten. Das Problem ist jetzt momentan aber gesundheitlich. Ne? Der wurde dieses Jahr operiert an der Bandscheibe. Ah ja, das Und hat er gesagt letztes Mal, ja. genau, also ich denke nicht, dass er noch im MMA durchstarten wird. Grappeln wird er, denke ich, noch. Also da ist die Leidenschaft einfach zu groß. Das kriegt man, ja, ich sag mal so, erst Anfang 30, das kriegt man so schnell nicht raus aus einem. Vor allem, wenn man gesundheitlich aussteigen muss. Ich glaube, wenn man aufgrund des Alters aussteigt, ist irgendwann mal so, dass man sagt, okay, aber gesundheitlich ist das dann immer so, man will halt trotzdem immer, der Reiz ist halt einfach immer da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie bist du eigentlich zum MMA gekommen? Du hast gesagt, ihr trainiert seit 12, 13 Jahren zusammen. Wie bist du zu diesem Sport gekommen, zum Kampfsport allgemein? Ja, ich habe damals einmal Prügel bekommen. Wie alt war ich? Ich weiß nicht, 10, 11 Jahre alt. Ich habe damals auch Fußball gespielt, aber halt hatte nie irgendwie was mit Kampfsport zu tun. Mein Bruder, der hat damals Taekwondo gemacht, war da auch sehr erfolgreich, aber ich selber, weiß nicht, das war irgendwie nie meins. Ich war zwar immer der bissige Typ, immer recht hart im Nehmen, aber ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt prügeln. Dann war das dann aber so, dass ich nach Hause gekommen bin, habe geweint, da hat Papa irgendwann gesagt, er sagt, ey, wenn du dich nicht wehren kannst, dann geh und lern's wenigstens. Und dann habe ich angefangen zu boxen, aber das war dann immer so ein Hin und Her, ein bisschen geboxt, sehr viel Fußball gespielt, dann die Schule und ich war eigentlich quasi nur im Training durchgehend. Aber dann war es dann so, dass Luki dann auch geboxt hat und irgendwann sind wir so aufeinander gekommen, dass wir nach dem Boxen noch ein bisschen gerungen haben, ein bisschen Judo, den ganzen Spaß, er hat so quasi die Basics im Bodenkampf gezeigt. Dann haben wir außerhalb des Boxtrainings angefangen, bei seinem Papa zu trainieren. Der hat dort damals einen kleinen Raum gehabt. Da war ein Teppich, ich weiß nicht, 2 mal 3 Meter vielleicht. Es waren 2, 3 Stück aufeinander gestapelt. Das waren damals unsere Mattenfläche. Drumherum stand eine Hantelbank und andere Geräte. Das heißt, wir hatten unsere 6 Quadratmeter, auf denen wir kämpfen konnten. Und irgendwann habe ich dann zu einem anderen Kumpel gesagt, Wobba. Ich habe zu ihm gesagt, ich sage, ey Wobba, ich sag, lass mal ein bisschen mehr machen als Boxen. Meine Ambition war eigentlich eher das Ring, weil mir das eigentlich sehr Spaß gemacht hat. Aber er hat dann gesagt, ey, ich kenne eine gute Schule in Vechta, die machen Thai-Boxen, lass mal dorthin. Ich gesagt, ja, okay, dann fahren wir mal dorthin. Dort habe ich dann auch, ich glaube, mit 14, 15 habe ich dort angefangen. Dort dann auch meine ersten Kämpfe bestritten. Und ich glaube, mit 15 oder mit 16 habe ich dann meinen ersten Amateur-MMA-Kampf gemacht. Wow, sehr, sehr früh.
Wie muss man sich die Beziehung zu deinen Eltern vorstellen? Was haben sie dazu gesagt, als du in den Kampfsport eingestiegen bist und als du gesagt hast, ich will jetzt MMA-Kämpfer werden? Das ist eigentlich ganz witzig. Damals, also wo ich angefangen habe zu boxen, fanden die das auch ganz cool. War für die ja nichts Neues. Also ich glaube, für osteuropäische Eltern ist das ganz normal, dass die Jungs Kampfsport machen. Wie gesagt, mein Bruder hat ja auch Kampfsport gemacht. Auch der hat sehr viel in Holland gekämpft damals. Hat dort auch wirklich viel abgeräumt. Ich glaube, wenn wir den Dachboden aufmachen, da steht alles voll mit seinen Pokalen. Ne? So eine riesen Umzugskiste, die ist einfach voll. Und weiß nicht, ich glaube, das liegt uns einfach so ein bisschen im Blut, in der Kampfsport. Und meine drei kleinen Cousins, die kämpfen ja auch mittlerweile, die sind auch alle mit drin, alle am Boxen. Aber die Beziehung zu meinen Eltern zum Kampfsport, die war anfangs immer ein bisschen holprig. Ne? War immer so, die haben immer gesagt, okay, trainier für dich, mach keine Wettkämpfe. Und mein ersten, beziehungsweise ich glaube, das war mein zweiter MMA-Kampf, den ich dann bestritten habe, mit 15, in Hameln war das damals. Da haben meine Eltern zugeguckt und dann kam mein Papa in die Kabine und hat gesagt, er sagt, und bist du bereit? Ich sag, ja. Er sagt, hast du deine Handschuhe schon bekommen? Ich sag, ja. Er sagt, wo liegen die? Und ich gucke zu denen und da waren diese Mixed-Fight-Handschuhe damals noch, diese, die quasi über die Knöchel noch gehen, wo der Daumen noch komplett gepolstert ist und alles. Ich sag, ja, sind hier. Er sagt, ja, aber damit kämpfst du doch nicht. Ich sag, doch, genau damit kämpfe ich, ja. Und das war halt so quasi der erste MMA-Kampf, den die von mir zugeschaut haben. Und aber auch danach, selbst wo ich schon Profikämpfe gemacht habe, stand die halt noch nicht so 100% dahinter. Und das hat, glaube ich, erst so 2019, 2018 hat das angefangen, dass die gesagt haben, okay, wo ist den Weg gehen? Wir können da eh nichts dran ändern. Ich bin halt ein Sturkopf, weil wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das durch. Und da haben die dann gesagt, komm, dann stehen wir dahinter. Also, Flo hatte mit diesem Interview sehr viel Spaß. Wir reden ja oft mit unseren Gästen so, wie bist du zum MMA gekommen? Und jeder hat einen unterschiedlichen Weg. Und mal fanden es die Eltern gut und mal fanden es die Eltern schlecht. Aber am Ende finden sie es meistens alle gut. Also, grüße auch nochmal an Flo und ich grüße dich auch nochmal vom Flo. Der hat nämlich heute technische Probleme. Das zur Information für unsere Zuschauer. Sind sie mittlerweile stolz, deine Eltern? Sind die auch dabei, wenn du bei GMC kämpfst und im Titelkampf stehst? Ja, klar, also mittlerweile, also meine Eltern, die versuchen wirklich zu jedem Kampf zu kommen. Ich habe ja jetzt ein paar Kämpfe auch im Ausland gemacht. Ich habe in England gekämpft damals, in Schweden, in Polen habe ich jetzt gekämpft letztes Jahr noch. Das waren jetzt so Kämpfe, wo die halt nicht dabei waren, aber deutschlandweit sind die eigentlich so gut wie bei jedem Kampf dabei gewesen. Ich sag mal so, im Norden bei uns haben wir jetzt zwar immer ein bisschen weniger, aber im Großen und Ganzen, die haben auch weite Strecken auf sich genommen, egal wohin. Einmal stand mein Papa sogar bei mir mit in der Ecke. Das war auch ein ganz geiles Erlebnis damals. Wir haben eine Veranstaltung gehabt in, ich meine, Frankfurt war das. Das war eine amateurdeutsche Meisterschaft, wo ich damals mitgekämpft habe. Und der Luki, der konnte an dem Tag selber nicht. Und weil wir selber auf einer anderen Organisation noch waren, also ein Grappling-Turnier. Und ich habe gesagt, ich will halt trotzdem kämpfen. Da hat er gesagt, ja, dann fahr hin. Nimm dir Kumpels mit, die halbwegs Ahnung haben von Kampfsport und fahr mal rüber. Ich komme ja aus einem kleinen Dorf. Ich komme ja aus Emscheg, das ist ja nicht mal direkt Kloppenburg. Und ich sag mal so, boxerisch sind wir ganz gut aufgestellt, aber alles andere eher weniger. Und deswegen war es auch damals vor allem sehr, sehr schwer. Da war Papa das erste Mal bei mir mit in der Ecke. Die Armbar-Akademie, für alle, die es interessiert, die vielleicht in der Nähe wohnen, wo ist die genau? Wo kann man euch finden? Die ist in Kloppenburg. Okay. Also kommt vorbei, Leute. Ich habe die Straße gerade nicht im Kopf. Das kann man bestimmt im Internet recherchieren. Da gibt es wahrscheinlich einen Instagram-Account oder dergleichen. Wir haben viel über deine Jugend gesprochen, wie du aufgewachsen bist, die Beziehung zu den Eltern, zu den Freunden, zum Kampfsport sowieso. Hattest du Kampfsport-Vorbilder in deiner Jugend? Gab es da so einen Anderson Silva oder einen John Jones, der dich begeistert hat? Ich fand Rampage Jackson fand ich tatsächlich immer sehr gut. Ich fand damals, wo er seinen Gegner ausgehoben hat Oh. und bis auf den Nacken geworfen hat, das hat mich damals sehr beeindruckt. Fedor Emelianenko, das waren so die Leute, wo ich gesagt habe, ey, die waren super. Ne? Also damals klar als Kind, Roy Jones, ich bin mit der Musik aufgewachsen, das war gerade seine Prime, wo ich angefangen habe. Das war immer derjenige, den man immer geschaut hat. Rashid Evans fand ich damals sehr geil. Ja, er und Rampage hatten ja auch eine richtige Rivalität am Kochen, ne? Ja, genau. Ultimate Fighter Staffel 10, glaube ich, war das, aber kann mich täuschen. Ricardo Arona war der, glaube ich, der da mit der Powerbomb auf die Matte gehauen worden ist bei Ja, Prime. das kann sein.
Ah, es war richtig wild. Also für alle, die vielleicht ein bisschen jünger sind, Rampage ist in einem Triangle und hebt den Jungen einfach hoch und slammt ihn halt K.O. Also das ist so eine ikonische Szene, wo man Gänsehaut bekommt, wenn man dran denkt. Und man war am Ende froh, dass Ricardo Arona dann noch gezuckt hat ein paar Sekunden später und noch am Leben war. Ja, das war echt heftig. Das war ziemlich übel. Seit wann du trainierst, wissen wir. Wo du trainierst, wissen wir auch. Ich würde auch aber gerne nochmal über diese Thematik nebenberuflich kämpfen, hauptberuflich kämpfen sprechen. Also du machst eine Ausbildung und bist auch Trainer, verdienst damit dein Geld und auf der anderen Schiene läuft dann MMA sozusagen. Genau. Das heißt, du bräuchtest ja theoretisch Sponsoren, damit du nicht so viel arbeiten musst und dich mehr aufs Training konzentrieren kannst. Genau, also sonst überlebt man auch ein. Bei mir ist halt das Gute, ich lebe ja zu Hause, ich habe keine Mietkosten, ich habe super Sponsoren, die hinter mir stehen. Da ist einmal Phantom, ich habe GWS Security, Kellervertrieb, Kronmeister, Bonecare, die mich unterstützen, Schmidt-Fisbeck, das sind einige, die da sind. Wenn ich jetzt einen vergessen habe, tut es mir leid, aber das sind so wirklich, das sind so die Hauptsponsoren. Lunara ist da noch. Die haben mir eine super Matratze gestellt. Der Silverton, die machen Unterhosen. Also alles. Aber da geht was, da geht was. In deiner Karriere, da haben sich ja am Anfang Siege und Niederlagen abgewechselt. Warum bist du jetzt so erfolgreich? Was denkst du? Liegt es an der Gewichtsklasse? Du kämpfst ja jetzt im Mittelgewicht oder gibt es da andere Faktoren? In meinen Augen ist da sehr, sehr viel Unterschiedliches passiert, denn du präsentierst ja auch in jedem Kampf neue Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat auch viel mit dem Mindset zu tun. Damals habe ich das Ganze auch nicht so, wie soll ich das sagen? Ich habe mich da nicht so drauf fixiert. Ich wollte einfach nur ein bisschen kämpfen. Es war jetzt nicht so, dass ich sage, mir war es egal, ob ich gewinne oder verliere, aber da ging es mir halt wirklich einfach nur darum, hey, ich habe Bock zu ballern, lass mal rein da. Und jetzt gehe ich halt wirklich auch so in den Kampf, dass ich sage, hey, ich will alles geben, ich will alles aus mir rausholen. Und das war damals halt nicht so. Damals war es einfach nur wirklich, ja, ich fahre dahin, ich finde es cool. So zweimal die Woche Training reicht und reicht im Endeffekt nicht. Nee, 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 nee. Ich habe es auch gemerkt damals, als ich mein letztes Grappling-Turnier gekämpft habe, als zweifacher Familienvater und Selbstständiger und jemand, der jede Woche unterwegs ist, zweimal zu trainieren. Ja, vielleicht gewinnst du die Hälfte der Kämpfe, aber die Hälfte verlierst du halt auch gegen die Leute, die fünfmal in der Woche trainieren. Das ist ja bei den Amateuren schon so. Würdest du von deiner Entwicklung sagen, so wenn wir jetzt 2018, 2019 mit 2021, 2022 vergleichen, dass du reifer geworden bist? Ja, ich denke definitiv. Also es sind ja auch viele Faktoren, die außerhalb des Lebens, also außerhalb des Kampfsports passieren, wo man generell reift, wo man mit umgehen muss. Und ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig für mich, dass einige Dinge passiert sind, auch wenn die jetzt vielleicht negativ waren. Und ich glaube, dadurch kriegt man dann auch eine gewisse Reife. Man geht ganz anders da an die Sachen ran durch solche Momente. Man merkt einfach, dass nur weil jetzt irgendeine Kleinigkeit passiert ist, das Leben nicht vorbeigeht. Oder dass man nach vorm Kampf total nervös ist und nach dem Kampf hat sich alles gelegt. Ich glaube, das sind so Faktoren. Es kommt einfach mit dem Alter. Deswegen sagt man ja auch, bis man 30 ist ungefähr, hat man ja, also beziehungsweise mit 30 ungefähr hat man seine Prime und danach macht man alles mit Erfahrung weg. Und ich glaube, ich habe sehr früh gestartet und deswegen ist bei mir momentan einfach so der Punkt, dass ich sage, ich habe jetzt schon relativ viel Erfahrung für mein Alter und deswegen gehe ich mit den Sachen auch anders um. Du hast dich auch körperlich entwickelt. Was hast du da angepasst? Ernährung, Training, beides? Nimm uns mal ein bisschen mit. Definitiv beides, weil du kannst den Kampfsport nicht führen und den ganzen Tag nur Scheiße fressen. Funktioniert halt nicht. Du kannst auch nicht eine Woche vorm Kampf noch trinken. Das sind so Sachen, so, ja, damals war mir das egal. Da hast du auch einfach mal vorm Kampf noch ein Bierchen gezischt. Das sind so Sachen, wo du dann gesagt hast, ja, mein Gott, ein Bier, da passiert ja nicht viel. Aber das sind so vor allem in der Vorbereitung. Ich glaube, wenn man danach die Auszeit hat, ich glaube, das sieht man am besten an Paddy Pimblett. Der geht ja auf wie ein Hefekuchen, ne, der Leben danach. Also das ist schon ein sehr extremes Beispiel, aber man sollte auch nicht vergessen zu leben, glaube ich. Das ist, glaube ich, der größte Fehler bei den meisten Leuten. Ich war bei UFC London und habe mich für die Pressekonferenz akkreditieren lassen und ich war explizit beeindruckt von der Form, die der Kerl hat. Also der ist lean, der ist austrainiert, der hat einen super Kampf gemacht und direkt nach dem Kampf beim Post-Fight-Presser sitzt er da, hat zwei solche Apparillos an Burger vor sich, hat eine Cola,
Molly McCann sitzt daneben und stellt sich einen rein, säuft eine halbe Flasche Schnaps. Ich glaube, die brauchen das auch für den Kopf. Also ich weiß immer, ich bin da hin und her gerissen. Auch diese ganze Weightcut-Problematik, ich sehe das schon auch kritisch, aber ich glaube, manche brauchen das auch für den Kopf. So mal nach dem Kampf 2, 3 Wochen nicht trainieren, einfach nur das essen, auf was sie Lust haben. Aber Paddy ist schon ein extremes Beispiel, ne? Ja, ich denke, man verzichtet in der Vorbereitung halt auch wirklich sehr, sehr viel auf viele Sachen. Sei es Ernährung, sei es Feiern. Aber ich glaube, das Schlimmste ist einfach auch, man verzichtet sehr viel auf Freunde und Familie. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Schlimmste. So alles dieses, ich finde auch viele Leute, die haben immer sehr große Probleme mit dem Weightcut. Und die schon nach einer Woche gehen die einmal auf den Sack, wo ich so denke, so, hör doch auf. So, wieso machst du den Sport denn dann? Dann kämpft eine Gewichtsklasse höher, aber hör auf zu heulen. So, das bringt dir nichts, bringt mir nichts. Zieh dein Ding durch und fertig. Klar ist man auf, klar ist man fertig. Aber bei mir ist halt auch das Gute, ich bin ein Mensch, ich lasse mich davon nicht beirren. Klar ist man ist immer ein bisschen gestresster. Das sowieso. Aber im Endeffekt, wenn man es geschafft hat, weiß man wofür. Ja, man hat das Ziel vor Augen, würde ich sagen. Aber dein letzter Weightcut, Hand aufs Herz, hat dir trotzdem etwas zu schaffen gemacht. Wie viel Gewicht hast du da gemacht? Ja, definitiv. Also es war auch einer der härtesten Weightcuts, den ich bisher gemacht habe. Es lag aber auch ein bisschen an mir, weil ich quasi, bevor ich in die Vorbereitung gestartet habe, habe ich ein paar Wochen pausiert. Dann habe ich ein bisschen gehen lassen, habe mich dann angefressen ein bisschen auf 101. Ne, habe sehr viel gemacht auf Kraft und weniger auf Kraftausdauer. Das war so ein bisschen mein Fehler. Und deswegen, ich hatte beim Agaev-Interview zum Beispiel, hatte ich 101. Ne, und da habe ich dann auch gedacht, okay, das wird was mein Manager und Promoter, der Aber Belego, der hat auch schon zu mir gesagt, er sagt, hey, packst du das Gewicht? Ich sage, Mann, mach dir keine Sorgen, ich pack das. Ne, so, ich quäl mich da dann durch, aber ich pack das. Und dann war es halt so, den Rest habe ich ja über Wasser gemacht. Das erste war halt Diäten. Und die letzten 7,5 Kilo habe ich dann ja in den letzten 30 Stunden gemacht. Die waren dann auch hart. Ich glaube, hat man mir morgens auf der Waage auch angesehen. Ja. Und aber ja, umso stolzer ist man dann, dass man es geschafft hat und wofür man es gemacht hat. Du hast den Aber Belego angesprochen. Das ist ja auch ein witziger Kerl, mit dem ich immer so ein bisschen plaudere bei den Events, sei es EMC oder GMC oder wo man sich über den Weg läuft. Was hast du für eine Beziehung zu ihm? Aber mit dem Aber habe ich eine sehr gute Beziehung. Aber ist ja ein bisschen jünger als ich. Er ist ja, glaube ich, erst 21. Das denkt man gar nicht, wenn man ihn sieht. Ja. Er ist halt schon ziemlich weit, aber wir haben eher so eine kumpelhafte Beziehung. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, wir müssen jetzt voreinander Respekt haben. So, der Respekt ist von vornherein da, aber das ist halt so, unsere Gespräche sind eigentlich größer, wir beleidigen uns den ganzen Tag. Also, aber das ist bei mir normal. Also bei uns im Freundeskreis ist das halt so. Das ist da, wenn zum Beispiel, das sieht man meistens daran, wenn ein Mädchen irgendwas postet, dann kommentieren alle ihre Freundinnen, oh, wie hübsch sie ist. Und bei Männern eher umgekehrt. Bei Männern wird gleich, oh, guck mal, wie fett du geworden bist und sowas. Und so ist das halt auch bei uns. Ja, deswegen, also wir gefühlt alle 3, 4 Tage wird mal gefacetimed oder sowas. Was ist hier passiert, was ist da passiert? Ihr kommt ja auch viel rum. Wie geht's dir? Was macht dein Auge? Was macht die Katze? Also wir haben wirklich, also unsere ganzen, ich sag mal so, das ist eine sehr freundschaftliche, fast familiäre Beziehung. Also er kennt eigentlich so gut wie alle meine Probleme, ich kenne so gut wie alle seine Probleme. Mal hat der Depression, dann geht's dem kacke und dann wird sich ausgetauscht. Du hast deine Katze angesprochen. Ich habe dich ja letztens gefragt, so, wer war bis jetzt dein härtester Gegner? Hast du gesagt, meine Katze. Was ist deine Katze für ein Typ? Ich will das wissen. Warte, ich zeig dir den mal, der schläft hier gerade neben mir. Her mit dem Kerl. Also hier, Live-Auftritt bei den Championship Rounds. Alex Wesners Katze. Oi! Das ist ein Apparat. Ja, der hat mir auch sehr geholfen bei den Vorbereitungen zum Light Heavyweight. Okay. Also ein Kater. Verzeihung, ich habe dich Katze genannt, mein Freund. Ja. Unglaublich, unglaublich. Dieser Kampf gegen Michael Smolik damals, das war der erste, den ich von dir kommentiert habe. Da hast du am Tag vorher noch Schokolade gegessen, weil es ja Halbschwergewicht war. Sowas würdest du jetzt nicht mehr machen. Mittelgewicht, glaube ich, ist jetzt die Gewichtsklasse, die du anpeilst langfristig, ne? Also ich sag mal, wenn das Gewicht passt, wenn der Weightcut leicht war. Ich musste ja beim Smolik-Kampf musste ich so gut wie gar nicht cutten. Ich bin ja eingewogen mit 91,6.
Hab Tag vorher noch Schokolade gegessen, konnte auf dem Weg zur Waage trinken. Es war wirklich tief entspannt. So, es fühlt sich dann auch nicht an, als gehst du in einen Kampf rein. Ja, 84, allein von der Größe her. Allein von der Größe her ist 84 auf jeden Fall das erste Ziel. Und jetzt momentan habe ich, ich glaube, ich bin momentan so bei 92 Kilo. So bin ich auch am Kampftag rumgelaufen. Also ich habe jetzt nicht großartig zugelegt oder sonst was. Es ist einfach nur durchs Aufladen, durch den Wasserkonsum, den man direkt nach dem Weightcut hat. Da nimmst du ja direkt schon 4, 5, 6 Kilo zu. Dann fängst du wieder an, ein bisschen normal zu essen und dann hast du dein Normalgewicht schon wieder. Deshalb erstmal 84 und ich sag mal so, wenn ich mich einpendel auf 88 Kilo, 89 Kilo im Normalgewicht, dann kann man auch mal gucken, ob man sogar vielleicht ins Welterweight wechselt. Ich wollte es gerade sagen, also ich laufe jetzt so mit 93, 94 rum, hat letztens mit Andreas Kaniatakis drüber gesprochen, der ja den Sport auch seit 20 Jahren kennt und viele Leute beraten hat beim Thema Weightcutting. Und er sagt so, von deinem Frame, da müsste man sogar überlegen, ob man ins Weltergewicht gehen würde, weil die Jungs halt so groß sind, auch im Mittelgewicht. Ich meine, du bist 1,82, das ist fast schon klein fürs Mittelgewicht. Ja, definitiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin da groß. Ich glaube, ich bin da so gerade so im Mittelmaß, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich groß. Deshalb ist wirklich, ich glaube, langfristig, wenn alles funktioniert, 77 sogar die Region, wo ich hin möchte. Aber erstmal, wie gesagt, 84 dort einfinden. Ich habe jetzt mein Leben lang eigentlich 93 gekämpft, also im Profibereich. Und damals habe ich auch für die Wettkämpfe nicht gecuttet. Ich bin ja so reingelaufen, wie ich rumlaufe. Deshalb war das, ich war auch damals viel speckiger. Marc Dussis hat mich ja damals im Internet beschimpft, der hat gesagt, ich bin Captain Chubby. Das fand ich ganz witzig. Also deswegen, also den Namen höre ich jetzt öfter. Wir lachen uns darüber kaputt. Und ich bin halt Mensch, ich kann über mich selber lachen. Ich lade da noch ein Bild hoch, wo ich ein bisschen dicker aussehe und schreibe dann, hey, Captain Chubby ist am Start. So, mich kriegst du mit sowas nicht so leicht. Ganz, ganz wichtige Eigenschaft im Leben, dass man über sich selber lachen kann. Also ich finde, in der heutigen Gesellschaft nimmt sich jemand oder nimmt sich jeder immer so furchtbar ernst. Das ist eine große Stärke von dir, auch menschlich. Ich glaube, das ist in so einem Business, wo so große Egos rumlaufen und sich jeder so wichtig nimmt, sehr, 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 sehr cool. Und das unterscheidet dich von anderen, das macht dich nahbar und ich glaube, damit wirst du noch viele Fans bekommen. Welche anderen Sportarten slash Kampfsportarten hast du schon betrieben? In welchen Kampfsportarten hast du schon Wettbewerbe bestritten? Also Grappling, hast du geboxt? Was hast du da so gemacht? Ich habe ja einige Grappling-Wettkämpfe bestritten. K1 habe ich es geschafft, im Amateurbereich Deutscher Meister zu werden von der AFSO. Da bin ich damals auch genauso, wie ich ja schon gesagt habe. Ich bin einfach, es gibt ja bei Facebook eine Seite, ich glaube, Fighter Wanted heißt die. Da wurde jemand gesucht. So bin ich übrigens auch an Aber gekommen. Da wurde nämlich ist ein Kämpfer ausgefallen, ich glaube, 10 Tage vor dem Event und im Schwergewicht. Wie gesagt, für die AFSO zu kämpfen. Ja, da habe ich Luki Bescheid gesagt. Ich sage, ey, soll ich hin? Er sagt, ja, mach du. Ich sage, ja, okay, probieren wir mal aus. Und dann habe ich den Veranstalter geschrieben. Er sagt, ja, was wiegst du denn? Ich sage, ja, ich weiß nicht, 98 Kilo wiege ich gerade und das ist ja 95 plus, ist im K. Dann hat er gesagt, ja, okay, wie groß bist du? Ich sage, ja, 1,80. Sagt er, ja, passt alles, was für ein Rekord. Ich glaube, ich hatte damals einen 5,11-Rekord. Und dann hat er gesagt, ja, geht auch klar. Und da hat er gesagt, ja, dein Gegner ist etwas größer als du, 1,98, ist aber fast so schwer wie du. Und da habe ich mir so gedacht, okay, so ein langer Lulatsch, gegen den ich dann gleich kämpfen muss. Ich sage, okay, passt alles, ne? Und der hat, glaube ich, einen Rekord, ich glaube 6,4 stand er. Aber ich sage, ja, passt ja alles. Und dann sind wir da hingefahren, bin ich damals meine Ex-Freundin hingefahren und meine Kollegen kamen erst am nächsten Tag nach. Was damals auch ganz cool war, war einfach, dass selbst dorthin sehr viele Freunde von mir gefahren sind. Also ich hatte, ich glaube, in Frankfurt fast 40 Mann dabei. Und das ist dann schon ganz geil, weil einfach normalerweise, ich wurde nicht ausgebuht. Es wurde damals auch, ich glaube, der Adrian Zeitner hat das damals auch kommentiert, das Event. Das findet man auch noch auf Fight24, gibt es den Kampf auch noch. Kann ich dir gerne mal rüberschicken. Und der hat damals auch gesagt, er sagt, boah, finde ich cool von der Kulisse, vom Publikum, dass sie den nicht ausbuhen, sondern es hört sich so an, als kommt er von hier. Es lag aber einfach daran, dass ich so viele Fans mit hatte. So. Nee, und dann bin ich damals zum Einwiegen gefahren und habe dann geschaut, okay, 98 Kilo mit Klamotten.
Dann guckt mich nicht der Veranstalter, sondern war noch so ein anderer mit bei und er sagt, ja, der Gegner ist ein bisschen schwerer als du. Ich sage, echt, was wiegt denn der? Ja, 107. Ich so, boah. Ich sage, okay, ich sage, habt ihr nicht gesagt, der ist ungefähr gleich schwer? Er sagt, ja, aber ab 95 ist doch eh auf. Ich sage, ja, okay, aber dann sagt mir das doch im Vorfeld. So, verarscht mich doch nicht so. Ja, als da hingefahren, das war in Idstein, war das damals. Und da habe ich aber auch das erste Mal kennengelernt. Wie gesagt, der war bei meinem Gegner in der Ecke und ging ganz gut los. Erste Runde war okay. Ich habe halt damals auch schon immer mit Low Kicks gearbeitet. High Kicks brauche ich da nicht versuchen. Der ist 1,5 Köpfe größer als ich. Da komme ich eh nicht ran. Und habe es dann geschafft in der vierten Runde. Also ich lag nach Punkten definitiv hinten, aber ich habe es dann geschafft, mit einem Fußfeger ihm das Bein wegzuziehen, sodass der Koloss einmal runterfiel und sich dabei das Sprunggelenk verletzt hat. Und habe somit den Titel nach Hause geholt. Das war ganz cool. Beste Geschichte. Mir ist was hängen geblieben, und zwar Ex-Freundin. Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber wie schwierig ist es bei deinem Lifestyle? Ich meine, du bist Profikämpfer, das ist ja ohnehin schon mal eine Herausforderung. Du machst eine Ausbildung, du trainierst Leute, du bist viel unterwegs. Wie schwierig ist es da, jemanden zu finden, der dauerhaft an deiner Seite sein kann? Also ich glaube, ich bin generell, glaube ich, auch ein sehr anstrengender Typ. Auch wenn es manchmal nicht so rüberkommt, aber ich kann sehr anstrengend sein. Meine Mama sagt, ich habe einen der schwierigsten Charaktere. Wenn ich jetzt sage, was ich für ein Sternzeichen bin, dann krauseln sich, glaube ich, bei einigen Frauen die Haare. Ich bin Skorpion. Ja, das schlimmste Sternzeichen, was man kriegen kann, gefühlt. Nee, aber ich glaube, für einige Frauen, die kommen damit klar. Aber einige auch nicht, weil auch, wie du schon sagst, man ist sehr viel unterwegs. Dann es sind ja nicht nur die eigenen Wettkämpfe, wo man hinfährt. Das sind ja auch, dann kämpft jemand aus dem Team. Das ist ja, ein Team heißt ja nicht einfach nur, du bist in einem Gym, sondern es ist eine Familie. Und ich glaube, das ist der wichtigste Part. Man investiert so viel in die Menschen drumherum, weil ohne ein vernünftiges Team kannst du selber nicht funktionieren. Das siehst du auch bei sehr vielen Leuten, die dann teilweise die Gyms wechseln und alles, weil die denken, oh, die sind viel professioneller. Aber es ist nicht dasselbe. In einem Team, man muss sich einfach durch und durch kennen. Und ich glaube, deswegen funktioniert das bei mir und Luki auch so gut. Ja, Kampfsport ist auch so ein Wochenend-Lifestyle. Viele fragen ja immer, wie ist das so, wie ist dein Leben so? Und ey, ist ja cool, Kampfsport-Kommentator. Bei mir ist halt so, ich fliege an einem Wochenende für WWE irgendwie in UK, dann kommentiere ich für GMC ein paar hundert Kilometer von mir zu Hause weg, dann bin ich 20 Mal im Jahr bei der Zone. Kampfsport bedeutet halt einfach sehr viel Freizeit opfern. Würdest du mir da recht geben? Definitiv, definitiv. Allein die ganzen Trainingseinheiten, die du hast. Also schau mal, ich werde 26, wohne immer noch bei meinen Eltern. Das liegt einfach daran, weil sich das für mich nicht lohnen würde, mir eine Wohnung zu holen, weil ich einfach wirklich den ganzen Tag unterwegs bin. Das Haus würde leer stehen, beziehungsweise die Wohnung. Und ohne einen Partner an der Seite würde sich die Wohnung einfach auch gar nicht lohnen. Ich meine, die Mietpreise sind mittlerweile so hoch, du zahlst 1000 Euro für irgendeine Wohnung, in der du dann nicht mal wohnst. Also deswegen habe ich dann auch gesagt, meine Eltern, die sind da ganz gelassen, die haben gesagt, bleib so lange, wie du willst. So. Ja, Grüße an die Wesener Eltern, scheinen coole Leute zu sein. Du hast von diesem Kampf gesprochen, 107 Kilo schwerer K1-Kämpfer, kämpft gegen Alexander Wesner. Was waren denn so bisher die krassesten Erlebnisse? Welche Trainingspartner waren die heftigsten, mit denen du auf der Matte da die Zeit vertrieben hast? Das weiß ich jetzt sogar. Also ich habe ein paar gute, stabile Jungs in Münster. Das sind halt wirklich der Yannick, der war ja jetzt auch bei mir mit beim Kampf. Der war schon ein paar Mal öfter mit dabei. Das ist Ja, der Große, ne? genau, der Yannick, halt super. Dann habe ich den Philipp Ahlers dort. Christian Kowalski. Das sind so die Jungs, das sind sehr, sehr stabile Boxer, sind alles so Stand-up-Kämpfer. Wir haben hier in der Umgebung haben wir auch gute Ringer, gute Grappler, wo ich auch sehr viel bin. Deswegen in Paderborn bin ich ganz oft, bei Moritz, bei den Wombats. Dort bin ich ständig am Trainieren. Beziehungsweise in der Vorbereitung versuche ich da öfter mal zum Sparring zu fahren. Das sind halt so die Hauptjungs. Dann fahre ich öfter nach Magdeburg ins Grizzly Gym zum Alex Krüger. Das sind eigentlich so die Hauptpunkte, wo ich die meiste Zeit bin. Nikita Pankratz fahre ich öfter hin in Oldenburg. Das ist so der Norden, wo ich eigentlich die meiste Zeit verbringe. Ja, Grüße gehen raus an die ganzen Jungs, die du genannt hast. Paderborn, Wombats, Magdeburg, Grizzly Gym und so weiter und so fort. Da hast du ja dein Arsenal erweitert. Also wir haben in jedem Kampf was Neues gesehen. Zuletzt einen guten Jab oder hier im letzten Kampf gegen Khalid Ort die Low Kicks.
Wie muss man sich das vorstellen und wo siehst du deine Stärken? Welches Grundgerüst hattest du? Was war so deine erste große Stärke? Wie hast du dein Game so zusammengestellt? Ich glaube, die erste große Stärke war bei mir tatsächlich das Boxen. Ich habe ja auch, also es war ja auch die erste Kampfsporterfahrung, die ich hatte. Das war immer das Boxen. Ja, irgendwann habe ich halt die Kicks mit reingebracht, weil ich mit dem Thai-Boxen angefangen habe. Und aber irgendwann war es halt einfach der Punkt. Ich habe halt immer mit Älteren trainiert, weil ich immer der Jüngste da war. Die anderen haben sich nicht getraut und ich war immer derjenige, ich wollte gerade mit den Großen trainieren. Und dort war es halt immer, ich war, glaube ich, immer einfach, ich wollte mehr als die anderen. Ich war sehr bissig. Ich glaube aber, meine größte Stärke ist wirklich mein Mindset, wie ich in den Kampf halt reingehe. Würdest du sagen, du bist der geborene Kämpfer? Ich glaube, zum Kämpfer kannst du gar nicht geboren werden. Ich glaube, du entwickelst dich dazu. Und aber du musst halt schon eine gewisse Stärke haben. So, du kannst jetzt nicht so ein Sensibelchen sein und wegen jedem Wehwehchen sofort sagen, ey, ich kämpfe nicht mehr. Sondern du musst halt wirklich auch einstecken können. Und das ist halt sehr wichtig. Du darfst keine Angst haben. Musst du Respekt auf jeden Fall, aber Angst, wenn du Angst hast zu kämpfen, dann bist du auf jeden Fall falsch. Okay, wir haben jetzt schon viele Themen abgehakt, zum Beispiel das Thema Weight Cutting, das ja immer bei uns aufkreuzt. So ein weiteres Thema ist auch Fighter Pay. Was denkst du, muss passieren so auf dem deutschen, zentraleuropäischen Markt, damit die Bezahlung der Kämpfer noch besser wird? Das wüsste ich jetzt so gar nicht. Also ich glaube einfach, der Sport, der wächst und wächst. Und weil ich glaube, bis es in Deutschland so weit ist, dass die Kämpfer wirklich davon leben können, werde ich wahrscheinlich schon raus sein. Ich denke, das wird noch, also mindestens 5 Jahre, wenn nicht sogar 10, dauern, bis der Sport so weit ist, wie zum Beispiel beim Boxen. Boxer, die haben ja ihren Boxstall, die bekommen ihre monatlichen Gagen und die verdienen auch deutlich höhere Summen als wir. Ne? Und ich glaube einfach, das wird einfach noch sehr, sehr lange dauern. Also ich denke nicht, dass ich irgendwann mal so weit bin, dass ich sage, ey, ich kann in Deutschland nur von den Wettkämpfen leben. Realistische Einschätzung. Ein weiteres großes Trendthema ist ja Trash-Talking. Conor McGregor hat das ja auf ein ganz neues Niveau gebracht. Du hast das auch ein bisschen gemacht gegen Michael Smolik im Vorlauf. Hast du es bewusst eingesetzt, um den Kampf auch zu hypen, um präsenter zu werden und berühmter zu werden? Das Problem war einfach, mir wurde von so vielen Leuten vor dem Kampf gesagt, ey, du bist zu ruhig, du musst ein bisschen was machen, du musst. Und ich glaube, es war so ein bisschen Gehirnwäsche. Weil, ich weiß nicht, also zum Beispiel auch das mit den Kindern hat sie angefangen. Es waren Kinder, die waren 10, zwischen 9 und 12 Jahre alt, sage ich mal. War vielleicht nicht die schlauste Idee von mir, aber ich glaube, den Stinkefinger, den habe ich den Kindern nicht unbedingt beigebracht. Ich glaube, den haben die schon vorher gesehen, vor allem die Generation heutzutage, TikTok. Ich glaube, ist das beste Beispiel. Da machst du einmal auf, da siehst du solche Sachen, wo du so denkst, ach du Kacke. Ne? Also war vielleicht nicht unbedingt die schlauste Idee, aber dann hat das alles ihren Lauf genommen und auf dem Weg quasi zum ersten Face-Off. Da hat Aber mich angerufen und hat gesagt, er sagt, ey, er sagt, was willst du machen, wenn er sagt, zeig mir doch hier den Stinkefinger. Ich sag, ja, dann zeige ich ihm zwei. Ich sage, wo ist denn das Problem? Ich sage, mein Gott, jetzt habe ich den Stinkefinger schon gezeigt. Ich bin jetzt eh schon in der Boomerang-Position. Zurückschrauben kann ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt anfange, zurückzurudern, dann sagen die, was ist das denn für ein Blödmann? Er ist große Schnauze, jetzt hat er Schiss gekriegt oder was? Kannst du nicht, dann musst du diese Schiene fahren. So hat es dann angefangen. Und mit dem Michi war es halt ganz witzig einfach, weil ich bin ja so ein Mensch, so, ich lache halt viel über mich selber, aber ich mache auch sehr viele Witze über andere. Da war einfach der Spaßfaktor der, dass Michi halt sehr viel drauf eingegangen ist. Und umso witziger war dann die Konversation. Deswegen haben die Leute das dann ja auch gefeiert. Weil Michi ist ja auch, ich sag mal so, der ist nicht seit gestern im Showbiz und er weiß sowas auch anzunehmen, solche Geschichten. Und das mit den Kindern, das hat er dann auch super angenommen. Hat er schlau gemacht, keine Frage. Ich glaube, also beziehungsweise ich weiß, ihn hat das gar nicht so hart gestört, aber er ist halt nicht dumm und nimmt sowas dann gerne an und so geht so ein Kampf halt auch mal ein bisschen viraler. Ja, wir hatten zuletzt Emilio Kisua zu Gast und er hat keine so hohe Meinung von Michael Smolik. Ich hatte so den Eindruck, ihr wart euch am Anfang auch nicht so grün, aber spätestens nach dem Kampf und durch den Kampf seid ihr euch näher gekommen. Habe ich da recht?
Ja, natürlich. Also ich finde, ein gewisser Respekt muss immer sein. Ein gewisser Respekt muss immer sein. Es war ja auch das, was ich gemacht habe, der Trash-Talk, das waren ja auch keine Beleidigungen, das waren eher Sticheleien. Das waren so kleine Sticheleien, so, die ich auch mit meinen Kumpels mache. So, dann, zum Beispiel, wenn ich gebe dir mal so ein schönes Beispiel, wenn zum Beispiel einer, ich weiß nicht, wir sind am Feiern und einer geht dann mal mit einer nicht so hübschen Dame nach Hause, dann kann das auch mal ein paar Tage anhören. Und so ist das dann halt auch hier. Das sind so Sticheleien einfach. So. Das sind so Sachen, da kannst du eigentlich gar nicht böse drum sein. Und ich denke, sobald man sich nach dem Kampf die Hand gibt, ist ja alles cool. Wir haben ja auch vor dem Kampf Handshake gehabt. Alles entspannt. Wir haben uns die Hand gegeben. Wir haben auch viel gequatscht nach dem Kampf. Über den Kampf, auch privat. Und ich habe ja auch jetzt mit No Time oder. Habe ich auch erwähnt, dass wenn der Kampf zustande kommt, dann kommt der Kampf zustande. Also ich habe ja gesagt, wenn er will, soll er kommen. Das hat Michi dann ja auch gepostet und so haben wir auch drüber gequatscht. Da habe ich mir auch gesagt, ich sage, ey, ich sag, was soll ich da denn sagen? Also die Leute, die wollen, Reporter, die stellen ja gerne solche tricky Fragen, um einfach nochmal Sachen anzusticheln, um die nochmal anzureizen. Und ich habe ja auch ich hab mit ihm geschrieben, ich habe ihm auch gesagt, ich sag, wenn der Kampf zustande kommt, kommt er zustande. Ich sage, da musst du aber zu mir runter. Letztes Mal bin ich hochgekommen, diesmal musst du runter. Dann ist das kein Thema. Also, wir verfolgen alle irgendwo dasselbe Ziel. Ne? Und da ist das halt so, da ist die Konkurrenz groß. So, jeder will den Gürtel haben, jeder will den Gürtel haben, deswegen kämpfen wir. Und jeder will erfolgreich sein. Und wenn es dann halt zustande kommt, dass wir gegeneinander kämpfen, dann kämpfen wir gegeneinander. Dann ist das so. Dann haben wir halt den zweiten Kampf gegeneinander. Das ist, aber das ist halt, das liegt halt einfach daran, du hattest ja auch mit vielen anderen Kämpfern, wo du nicht nur einen Kampf hattest, sondern mehrere. Es liegt einfach daran, weil man dasselbe Ziel verfolgt. Du hast ja mit Sicherheit auch verfolgt, dass Michael Smolik eine herbe Niederlage einstecken musste. Du hattest auch Zeiten, wo sich Siege und Niederlagen so ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben haben. Was würdest du ihm für einen Tipp geben? Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, diese Niederlage hat ihn weitergebracht als ein weiterer Sieg. Weil in dem Kampf hat er einfach gezeigt, was in ihm steckt, wie weitergeht, dass er wirklich kämpft. Und das Problem war einfach, dass der Gegner, ich sag mal so, das Matchmaking nach außen sah das halt so aus vor dem Kampf. Oh, der kriegt jetzt wieder einen, der 6 Jahre nicht gekämpft hat und hätte den jetzt halt wieder ausgenockt in der ersten oder zweiten Runde. Dann wäre das halt wieder so gewesen, dass er einfach einen herben Trash-Talk gekriegt hätte. So hat er aber tatsächlich Props bekommen, nicht nur von seinen Fans, wie er das sonst hat, sondern halt auch wirklich von MMA-Kämpfern, die ihn vielleicht vorher verhätschelt haben. Und bei einer Niederlage, eine Niederlage ist nie schön. Also egal wo, ob es im Leben ist oder ob es im Kampfsport ist, Niederlage macht keinem Spaß. Keiner fährt dahin, um zu verlieren. Außer ein paar Busfahrer, die einfach ein bisschen, aber selbst die gewinnen dann am Endeffekt Geld. Das ist ja deren Ziel. Deren Nichts Ziel ist. gegen Busfahrer, ist nur so eine Metapher, ne? Da sein. Nein. Du weißt, was ich meine. Es gibt halt Kämpfer, die kriegen dann ihre 500, 600 € um die Bilanz aufzubessern. Die gewinnen im Endeffekt trotzdem was. Die gewinnen im Endeffekt ihr Geld. Die bekommen ihre Gage und das ist gut. Das ist ja nicht so, dass du jetzt kämpfst und egal ob du bekommst nur dein Geld, wenn du gewinnst. Beim Grappling zum Beispiel ist das so, du bezahlst Geld dafür, dass du kämpfen darfst überhaupt und kriegst dann im Endeffekt so ein kleines Stück Metall, auf das du stolz bist. Und dort hast du diese Leute dann halt nicht. Ne, deshalb, also ihm auf den Weg geben, einfach nur, dass er mit dieser Niederlage einfach vernünftig umgeht, die recht schnell vergisst, beziehungsweise nicht vergisst, sondern analysiert und an seinen Schwächen arbeitet. Ja, manchmal denke ich mir auch, was muss man für ein Mensch sein? Ich habe das ja selbst schon gemacht, dass man 50 € Startgebühr zahlt, irgendwie bei Grappling Industries oder so, und dann einwiegt als 40-jähriger Familienvater und dann den ganzen Tag auf der Matte verbringt und 5 Kämpfe macht oder so. Aber jetzt, wo du sagst, ja, macht absolut Sinn. Man denkt irgendwie selbst nicht so drüber nach, weil man so in seiner eigenen Blase ist. Aber ja, absolut, absolut. Irgendwie gute Aussage. Jeder will den Gürtel, hast du gesagt. Selim Agaev will ihn auch. Das ist so ein Gegner, der potenziell in der Warteschleife stünde. Wie stehst du zu diesem Matchup Selim Agaev gegen Alexander Wessner? Ja, also das Matchup, das stand ja schon. Wir wollten ja auch gegeneinander kämpfen, er hat sich ja leider verletzt. Ich glaube, die Verletzung ist soweit fast auskuriert mittlerweile. Aber das Matchup steht.
Ich denke nicht, dass es dieses Jahr zustande kommt, aufgrund von meinen Verletzungen momentan und weil die Vorbereitung einfach zu kurz wäre dann für den Kampf. Aber ich bin offen für das Matchup, gerne. Jetzt erstmal aber entspannt chillen und danach den Fokus wieder auf den Kampfsport legen. Ja, auch faszinierend irgendwie, ne? Wenn man sagt, so vor einem Jahr hast du gegen einen Kickboxer wie Smolik gekämpft, jetzt gegen so einen toughen Typen für so eine Materialschlacht wie Khalid Ott. Selim Agaif wäre wieder eine komplett andere Herausforderung, ist ein viel stärkerer Ringer zum Beispiel. MMA ist schon sehr faszinierend. Ja, definitiv. Definitiv. Also, das ist ja auch gerade das, was mich so fasziniert daran. Du kannst der beste Striker sein. Habe ich damals auch schon so oft gehabt, aber sobald dich dann ein guter Ringer auf dem Boden hat, dann bist du da wie eine Schildkröte und weißt nicht, wie du hochkommst. Und das ist halt das Ding. Du musst erstens dein Game musst du dem Gegner aufzwingen. Und zweitens kannst du nicht nur an einer Sache festhalten und sagen, ey, ich trainiere nur das. Klar, trainiert man an seinen Stärken, aber man darf seine Schwächen auf gar keinen Fall vernachlässigen. Wahre Worte, wahre Worte. Also Selim Agaif haben wir angesprochen, Michael Smolik haben wir angesprochen. Dann nochmal ein letztes Mal die Frage. Also wenn nochmal gegen Smolik, dann im Mittelgewicht. Ja, also hoch werde ich definitiv nicht mehr gehen. Es sei denn, ich fress mich hoch auf 115. Aber ich glaube, so schnell wird das nicht passieren. Naja, wenn dann im Mittelgewicht. Das wäre halt gar kein Thema. So, wie gesagt, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir wollen beide Champs sein. Und wenn es dazu kommt, dann kommt es dazu. Wenn nicht, ist auch okay. So, es ist jetzt kein Matchup, wo ich sage, boah, das will ich unbedingt noch haben. Ich will meine Revanche haben oder sonst was. Ich hatte meine Chance. Ich habe sie leider nicht genutzt. Ne, so ist es leider manchmal im Kampfsport. Man hat halt nur die eine Chance. Aber wie gesagt, wenn es dazu kommt, gerne. Wenn nicht, ist auch okay. Was macht es mit dir, wenn Leute sagen, der Champion, der German MMA Championship im Mittelgewicht? Und was macht es mit dir, wenn Leute sagen, das ist der Nachfolger von Christian Eckerlin? Ja, also dieses Nachfolger zum Beispiel, das mag ich nicht so. Das ist so, weil viele sagen, du bist wie der, du bist wie der. Da denke ich mir, nein, ich bin ich. Also ich bin ich, ich bleib so. Klar, es ist ein schönes Gefühl, wenn die Leute das sagen, aber ich bin, glaube ich, teilweise noch zu bodenständig und ich bin dann eher quasi, ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist für mich komplettes Neuland. Klar, ich habe jetzt einiges gerissen in letzter Zeit, aber es ist tatsächlich noch Neuland für mich, alles auch solche Interviews zu führen. Das mache ich ja auch erst quasi seit letztem Jahr. Machst du gut und ich würde es absolut hart feiern, wenn du wieder mal reinkommen würdest und wir was machen können mit dir. Also ich habe Spaß, mit dir zu sprechen, auf jeden Fall. Aber bleiben wir bei Christian Eckerlin. Wie siehst du seinen Stellenwert für den deutschen MMA-Sport? Ja, Eckerlin, also ich finde ihn persönlich, ich mag den gerne. Ist ein geiler Typ. Einfach von der Art her. Ich weiß nicht, also es ist in meinen Augen einfach ein cooler Typ. Für die deutsche MMA-Szene bringt er dementsprechend viel aufgrund seiner Fanbase. Ne, er hat halt auch ich sag mal so, einen ganz anderen Lebensstil als einige andere Leute. Dementsprechend bringt er auch eine ganz andere Fanbase mit. Und ich glaube, das macht ihn für viele Leute interessant. Und bei Eckerlin ist einfach das Geile, wenn er irgendwo kämpft, ist die Halle voll. Die Halle ist voll, die Halle steht hinter ihm und alleine deswegen bringt er sehr, sehr viel für die deutsche MMA-Szene. Ein polarisierender Typ und da fällt mir deine vorletzte Einzugsmusik ein. Du hattest die Musik von John Cena. Ich weiß noch, auf der Waage hast du gesagt, Hackel, pass auf, morgen habe ich eine Überraschung für dich. Dann hat er die John Cena Einlaufmusik und ich musste wirklich so mit einem Reißverschluss grinsen da sitzen, weil ich echt lachen musste. Bist du WWE-Fan? Bist du Wrestling-Fan? Damals, ja, damals auf jeden Fall. Aber irgendwann war es dann für mich so, dass ich gesagt, ey, irgendwann ist man alt genug geworden, dass man gemerkt hat, einfach, okay, das ist nicht echt. Du kannst nicht 6, 7, 8 Tritte ins Gesicht kriegen und dann passiert da nichts. So, ne? So einfach wieder aufstehen, so ein Stehaufmännchen. Und da war es dann für mich, dass ich gesagt habe, ich sage, okay, so, ich brauche den härteren Stoff. Ich brauche das Wahre, sage ich mal. Nee, aber damals habe ich es auch tatsächlich sehr viel gespielt. Das war, ich glaube, oh, was war das? SmackDown vs. Raw 2005 auf der PlayStation 2. Immer Royal Rumble, dann hast du dir Big Show genommen und hast die Leute so rausgeworfen. Das haben wir damals, also auf dem Trampolin haben wir immer mit den Jungs gekämpft. Da war ich gerne mal Rey Mysterio und es war schon immer ganz cool. Aber mittlerweile folgt das auch. Ja, ich habe dir letztens auch ein Rey Mysterio-Shirt mitgebracht, das hat dich sehr gefreut. Warum Rey Mysterio ist eigentlich der kleinste und leichteste von allen?
Ich weiß nicht, ich glaube, das war gerade das, was mich daran fasziniert hat, dass er einfach auch mal die großen Leute weggemacht hat. Und er war einfach so klein, agil. Und irgendwann hat er die Maske ausgezogen und er sah einfach aus, als wäre er 16 Jahre alt. Das fand ich schon echt hart. Ja, ich habe letztens ein Interview mit ihm geführt und auch heute, ich komme direkt aus dem Tonstudio, das zur Info, also deswegen ist die Stimme auch ein bisschen angekratzt. Heute habe ich wieder ein Rey Mysterio-Match kommentiert. Ich sag's dir, ich habe immer die Zeit meines Lebens, weil wie du als Kind damit aufgewachsen, ich war selbst in der Wrestling-Schule, war selbst aktiv, dann interviewst du solche Leute, die du seit 30 Jahren verfolgst und jetzt ist er immer noch im Ring. Also das ist auch so ein Vorbild an Langlebigkeit. Ich glaube, da kann sich auch jeder MMA-Fan ein bisschen oder jeder MMA-Kämpfer ein bisschen inspirieren lassen von einem Typen, der seit über 30 Jahren im Ring steht. Definitiv. Also allein wenn man überlegen muss, in was für einer Form dieser Mensch ist. Also ich weiß jetzt gerade nicht mal, wie alt er ist. So, und aber in was für einer Form er zum Beispiel ist, wie viel Training dahinter steckt, das ist ja das, was die meisten Leute gerne mal verpassen. Auf jeden Fall. Also da klingt schon auch so ein bisschen Respekt für Wrestling, für Sports Entertainment durch, denke ich, ne? Definitiv. Also das ist ja das, was die meisten Leute nicht sehen. Die sehen dann ja zum Beispiel den quasi Showkampf, der dort gemacht wird, und sehen aber einfach nicht, was dahinter steckt. Zum Beispiel, wenn man jetzt so einen The Rock anguckt oder so, der ist ja auch immer noch komplett durchtrainiert alles, oder so ein John Cena. Ja, absolute Maschine. Rey Mysterio wird 48, glaube ich. Also, das hat er im Interview gesagt. Damals war er 47, wird 48 wahrscheinlich. Immer noch in der Hammerform. Das ist Wahnsinn, weil wenn ich überlege, mein Papa ist Anfang 50 und wenn ich die beiden dann vergleiche, die haben ein paar Jahre Unterschied. Das ist schon enorm. Ja, enorm Spaß hatte ich hier. Also, die Zeit ist verflogen. Ich will dir gar nicht mehr Zeit klauen, Alex. Hast du noch irgendwelche Worte für die deutschen MMA-Fans? Die Bühne gehört dir. Mir fällt tatsächlich gerade nichts ein. Sponsoren haben wir genannt. Dann musst du eigentlich nur noch versprechen, dass du mal wiederkommst. Gerne auch mal so zur Analyse, damit wir so ein MMA-Event zusammen analysieren oder vielleicht auch mal so einen Blick vorauswerfen und tippen, wer da denn so gewinnen wird an so einem Samstagabend, Schrägstrich Samstagnacht. Gerne, gerne, nichts lieber als das. Also bist herzlich eingeladen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Da bestellt euch einen Joyboy. Link ist in der Episodenbeschreibung. Das war Alexander Wesner, der German MMA Championship Interims Mittelgewichts Champion. Langes Wort und cooler Mensch. Darf gerne wiederkommen. In diesem Sinne, ich bin Sebastian Hackl. Das ist der Alex Wesner. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.